Hey, willkommen zurück zu einem zweiten Tutorial, wie man Excel-Dokumente macht. Und jetzt geht es wirklich an das Eingemachte. Wir werden unsere Bibliothek dazu verwenden, unser erstes Excel-Dokument zu erstellen. Und dazu müssen wir zuerst ein paar Klassen importieren. Die erste Klasse ist von der org.apache.poi.hssf.usermodelpackage. Und die Klasse heißt HSSF Workbook. Und die HSSF oder das HSSF Workbook ist eigentlich die ganze Datei, also das ganze Dokument, in das wir dann lauter Sheets, lauter Zellen und lauter Text alles reinschreiben können. Dafür werden wir dann das Workbook verwenden müssen. Und als zweites importieren wir die java.io.file output stream. Und die File output stream wird einfach nur für uns diese Datei, die wir dann schreiben, auf unsere Festplatte speichern, damit wir sie danach wieder lesen können. So, das wäre dann alles mit den Importen. Machen wir jetzt unsere Main Method. Dazu schreiben wir in unsere Klasse rein public static void main. Und in Klammern String args. Geschweifte Klammer auf, Enter. Und die Main Method ist sozusagen unser Startpunkt. Von hier startet unser Programm und wir wollen dann Folgendes ausführen. Und zwar wollen wir ein neues Workbook erstellen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen HSSF Workbook. Ich nenne es einfach mal Datei. Ist gleich New HSSF Workbook. Und das erstellt im Prinzip schon unsere Excel-Datei. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist, dass wir sie auf unsere Festplatte speichern. Und das machen wir, indem wir zuerst einen Try-Catch-Block machen. Das heißt, wir schreiben darunter hin Try, geschweifte Klammer auf Enter. Und dann bei der geschweiften Klammer zu schreiben wir rein Catch Exception E. Dann geschweifte Klammer auf Enter. Das ist einfach nur als Sicherheit, da wir beim Speichern von Dateien auf unserer Festplatte einige Fehler erhalten könnten, wie zum Beispiel, dass wir nicht genug Speicherplatz haben oder sonstige Sachen, dass das dann eingefangen wird und damit ja nichts passiert. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass nichts passiert und dass wir hier ganz gewohnt unsere Datei auf unsere Festplatte speichern können. Und zwar erstellen wir dadurch eine File Output Stream. Wir sagen einfach File Output Stream. Ich nenne sie einfach Output ist gleich New File Output Stream. Und als Parameter verlangt es ein Wort und dieses Wort wird gleichzeitig der Name unserer Datei sein. Also ich nenne sie einfach Excel.xls. Das heißt, danach erstellt es eine Datei namens Excel.xls. Und zu guter Letzt wollen wir jetzt diese Datei in unsere Festplatte reinschreiben. Das machen wir, indem wir sagen Datei.write. Und als Parameter verlangt es einen Output-Stream. Und natürlich haben wir unseren Output erstellt. Und um alles sicher abzuschließen, müssen wir nur noch den Output zumachen. Dazu sagen wir einfach nur Output.write. Close. Also, jetzt sollte das alles fertig sein. Lassen wir das mal laufen. Wir bekommen keine Probleme. Dann gehen wir Rechtsklick auf Excel und da tun das Refreshen. Und dann haben wir hier unsere erste Excel-Datei. Mal schauen, wie sie aussieht. Und wie ihr sehen könnt, konnte Excel absolut gar nichts in unserer Datei finden. Und wenn wir hier jetzt einfach auf OK klicken, dann wird es für uns einfach ein leeres Blatt Papier hinstellen. Und um dieses Problem zu umgehen, werden wir dann im nächsten Tutorial unseren eigenen Inhalt erstellen, also praktisch unsere eigenen Blättern, damit dann Excel etwas zum Lesen hat.
Also bis dahin, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.